Ja, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video von mir. Heute reagieren wir auf das lang ersehnte Video, ja, und zwar auf den Boxkampf zwischen Sonja und Huda, zwischen Baba Locken und, ja, JVA-Verbrecher, man kennt ihn. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, keine Ahnung, wie lange gewartet. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt auf diesen Kampf. Wir labern nicht lange rum, also let's go, komm. Heute gibt's kein Babalocken, heute gibt's Babaschläge. Geil. Ich bin Sonja Manni Kartell auf Locke. Heute wird Mütter alle. Dietzenbach alle, was? Ewa. Walla, sorry Leute, wie ihr gemerkt habt, vielleicht momentan läuft nicht gut. Ich habe wirklich harte Zeiten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach Daumen hoch geben, Kommentare voll spammen. Und wer weiß, vielleicht haben wir im nächsten Video wieder Wolwegwasser. Wer kämpfen will, soll kommen. Dietzenbach, Elva, schreibt mich, ruft mich an. 112, ihr Selemi. Elva, Sanchez. Ja, die gerade ist nicht schlecht von Babalocken, ne? Ich suche da mein Name. Heute gegen Sonja. Die denkt ja auch, weil die 2-3 Tage Knast war wegen Kleinigkeiten, die denkt, die kann mich jetzt hier dissen. Ein Apparat zu Hedjush, die geht schlafen, möchte gegen Marok. Falls in der Zukunft einige Mädels auch gegen mich und, oder gegen Sonja eintreten wollen, ihr könnt euch gerne bei Fatih melden. Ihr wisst Bescheid, ewa. No man! So Leute, der Tag ist da, auf den alle gewartet haben. Heute findet der Boxkampf zwischen Sonja und Huda statt. Unterstützt das alles natürlich von meinem Bruder und gleichzeitig Trainer No Limit. Dankeschön erstmal dafür und ja, wie gesagt, also wir möchten einen fairen Kampf, wir möchten einen sauberen, freundlichen Kampf zwischen euch, also wir möchten das. Also schwer, dass der Kampf sauber wird, wenn die beiden kämpfen. Ich glaube, wenn die sich einmal in die Haare kriegen, dann ist vorbei. Wenn ihr fertig gekämpft habt, möchten wir trotzdem, dass ihr euch umarmt. Ja, natürlich. Euch einen Kuss gibt. Sowieso. Weil das wird alles auf die sportliche Art und Weise gemacht. Es war auch mein Ziel, ihr habt ja gesehen, ich bringe gerade mehrere Shows raus, wie Shopping Queen. Und ich habe mit den Mädels gedacht, komm, wir bringen auch was mit Boxen etwas raus. Weil ich finde, meiner Meinung nach, gibt es so etwas nicht, wo Mädels die Möglichkeit bekommen, so YouTube-mäßig zu boxen. Ich finde, das fehlt einfach. Deswegen habe ich mir mit diesem Format gedacht, machen wir die Eröffnung mit Sonja und Huda. In Zukunft haben wir natürlich vor, das Ganze zu pushen und daraus eine riesen Show-Turniere zu machen. Genau, so Veranstaltung. Genau, veranstaltungsmäßig, Eintritt, Riesenpublikum, das wird auf jeden Fall mega. Deswegen sind die ersten Sonja und Huda, die das Ganze eröffnen. Und wenn du da draußen Interesse hast, melde dich einfach. Ja, André, wie lange machst du das jetzt? 10 Jahre schon. Seit 10 Jahren macht er das. Wie viele Kämpfe hast du schon? 75. 75 Kämpfe. Was hast du für Siege? Wir haben hier alles. Wir haben vom Europameister, Deutscher Meister, die ganzen Titel da überall hängen. Also deswegen habe ich auch ihn dabei. Wir machen das nicht einfach so, just for fun. Es wird professionell hier jemand auch nachgeguckt, falls es irgendwelche Verletzungen geben soll. Ja, Selebe, ich will den Kampf sehen. Ja. Sowieso. Also, wir sind gespannt auf den. Befindet sich hier auch ein Boxring? Ein Boxring, genau. Bei ein Boxring. Also Leute, da wir gerade keine blaue und rote Ecke haben, würde ich mal sagen, begrüßt alle mit mir Sonja aka Sonny Boyka. Bitteschön. 069! Mit Haftier-Musik. Geil. Einfach kurz Kamera kaputt machen. Ach du Kacke, was hab ich gedrückt? Oh, war das, sorry Leute, was hab ich gedrückt? Nee, war richtig, oder? Sorry, ich hab grad irgendwas gedrückt. Okay, okay. Mhm, ist noch gespannt. Abu Hadi! Ewa Knacks! Frankfurt, die F***! Geil, geil, Alter, geil. Krass, Mann, krass. Was meint ihr, Leute? Wer gewinnt, hä? Huh? Krass. Abu Hadi! Wie f***en, du N***er! Ewa! No man! Also mein... Ich weiß gar nicht, wem war ich letztens? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Meine Damen und Herren, mit einer Körpergröße von 1,68 und 53 Kilo, Sanchez Huda. Ewa. Genannt auch
Loco perdido. Chibitello. Bist du bereit? Normal. Was sagst du zum heutigen Kampf? Sag nichts dazu, weil so, ich habe mich noch nicht mit der richtig gekämpft. Wir sind ja auch gleich startmäßig. Aber es geht ja auch um die Technik. Wisst ihr, was ich meine? Kopfsache. Hast du Erfahrung? Nein, Technik ist alles. Boxen, hast du mal hier geboxt? Nein, noch nie mein Leben. Auf der Straße? Noch nie, sie aber. Wie gesagt, Leute, das war Sanchez Huda. Viel Glück. Sie ist wenigstens ehrlich und sagt, nee, ich habe mich noch nie geprügelt oder so, ne, und muss jetzt hier nicht irgendwie einen aufpushen. Wünsche ich dir, Huda. Ja, war korrekt. Normal. Also, die nächste, meine Damen und Herren, mit einer Körpergröße von 1,70 und 53 Kilo, genau, haben wir hier das Beast Sonja, a.k.a. Sonny Boyka. Was sagst du zum heutigen Kampf? Ja, so locker, easy, so links, rechts. Kann sogar sein, dass sie gewinnen wird, glaube ich schon. Ihr wisst Bescheid. Also, möge die bessere gewinnen. Ich drücke dir auch die Daumen. Viel Erfolg, schlag dich selber dabei. Alles klar, alles klar. Okay, Leute, viel Spaß mit dem Video. Also, es wird nicht gebissen, es wird nicht gekratzt. Geht so. Nicht gebissen, nicht gekratzt. Sowieso nicht. Wie gekratzt? Keiner. Warum gekratzt? Kratzen. Ach so. Miau, Baby. Ja. Es wird nicht gekickt, es wird nur geboxt. Ne? Ja. Und alles oberhalb der Köpfe. Geht auch einem. Okay? Ja. Okay, gehen wir zur Seite. Bereit? Bereit? Geil, Alter. Fight. Warte, ich muss die Kamera so perfekt platzieren. Ich muss sie ein bisschen wegmachen. Boah, Baba Locken. Ey, was für Reflexe, guck mal. Boah, direkt stiff nach hinten. Boah. Eine rechte von Huda. Noch eine rechte. Okay, Baba Locken dreht sich immer nach hinten, das ist nicht gut. Komm, schlag, wo ich will. War gut, Sonja. Hiwi. Boah, shit. Da müssen wir mal zurückspulen. Shit. Guck mal jetzt die von Huda. Boah. Jawohl. Ah, nee, die von Sonja war dann auf ihre Schulter. Das heißt, Huda hat ihr richtig eingegeben. Ja. Boah, geil ausgewichen. Mike Tyson oder was? Mike Tyson war doch Marokkaner früher. Ja. Du. Ich muss sagen, Huda ist, also, die ist gut am Ausweichen. Ey, jetzt schon da. Break. Weiter. Nein, stopp, was ist mit der Hand? Hör mal das doch. Oh, Mike. Chill. Und fight. Okay. Gleich habt ihr Pause. Komm, 40 Sekunden. Rechnen zum Körper. Ja. Ja, aber Sonja bewegt sich eigentlich sonst ganz gut. Ja. Ja, da kamen so ein paar Schwinger durch. Warte, können wir jetzt Nein, weiter. Warte. Ich sag einfach, warte, können wir jetzt nicht aufhören? Bruder, 30 Sekunden, warte. Geht nicht. Nino. Oh. Stopp. Okay, dann haben wir jetzt nichts gesehen. Raus von mir. Nein. Weiter. Gib. Ja. Nein. Mein Herz. Nein. Ja klar, wenn sie sagt, dass sie nicht mehr kann, dann lieber aufhören. Ich meine, die machen ja bestimmt keinen Sport und wenn die dann von 0 auf 100 Gas geben, das kann sehr, sehr schlecht enden fürs Herz. Ne? Also dann lieber ein bisschen ruhiger machen. Zwei, drei. 3, 4, 5, 6, mach die Arme. Oh. Boah, aber Huda ist da einmal gut ausgewichen. Geil. Normal. Mach mal richtig, Massage. Hey.
Nein, mach mal Sonja. Nein, nein, hat sie nicht. Wieder genug. Doch, doch, doch. Bitte mach ich kein Lied. Wieder genug, jetzt los. Mach dir das an, Otro. Ja, nee, mach einfach stoppen. Bruder. Hast nein, nein, Wallah, ich hab 4 Jahre diesen Sport gemacht. Das ist nicht okay. Scheiße, Schwitz. Merkst du jetzt? Warte, und wenn man keine Luft bekommt? Boah, Bruder, die kämpfen mit Lashes, dies, das, voll gefährlich. Ich glaube, die hat sogar Kontakten, oder? Ja, ne? Kann sein, aber voll gefährlich, Digga. Die Runde geht immer weiter, oder, Leute? Erste Runde habe ich gewonnen, ja, auf jeden Fall. Nee, erste Runde ging ganz klar an Huda, sag ich ehrlich. Leute, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, erste Runde an wen? Ich sag euch ehrlich, Baba Locken, erste Runde, ganz klar. Jetzt geht's weiter, jetzt wird's noch härter. Ich schaff meine Mutter. Oh, hier, komm mal mit. Bro, was sagst du? Er nimmt ja mal alles auf, so. Geht vorwärts. Ich hab keinen Sauerstoff oder diese Luft. Ich rauch viel zu viel, Leute. Das okay, beraten. Deswegen, Leute, aufhören mit dem Rauchen oder erst gar nicht anfangen. Nein, mach mal. Und fight! Gerecht! Oh, oh, oh! Oh! Shit! Shit! Ey, nicht auf dem Hinterkopf! Stopp! Oh! Stopp, stopp. Und fight! Auf geht's! Halt die Luft! Halt die Luft! Rechtes im Körper. Man merkt auf jeden Fall, Sonja hat viel, viel mehr Ausdauer. Sie bewegt sich auch viel mehr. Rechtes im Körper. Also Sonja würde auf jeden Fall über die Runden gewinnen, wegen ihrer Ausdauer. Ja, jetzt viel bessere Kondition. Hör, was er sagt. Jawohl! Ja! Boah, aber wenn Huda einmal, ja, eine Gerade gibt, Digga, dann sitzt sie auch. Also sie hat gute Schwinger. Stopp! Huda hat keine Angst, so. Sie geht einfach rein, bumm, sie gibt so. Und bei Sonja so, ja, keine Ahnung, sie könnte viel mehr machen. Geht's! Und fight! Sonja, die Wischung! Nein, nein, ich bin nicht richtig gemacht, du hast richtig gemacht. Gib! Was hast du richtig gemacht? Und fight! Ich kann keine Luft! Keine Luft, Digga, keine Luft. Nur weil ich keine Luft kriege, wenn ich jetzt, wie gesagt, ich krieg keine Luft, ich schock meine Mutter. Die hat nicht mal Pause gemacht. Man muss aber sagen, Hut hat wirklich gar keine Kondi, Digga, ist ja richtig miserabel. Das war jetzt nicht mal viel, oder? Ey, soll ich hier sterben ohne Luft oder was? Denk daran, dass es ein Spiel ist und ich krieg keine Luft. Sie sagt, denk daran, dass das ein Spiel ist. Hä? Ich krieg keine Luft. Das müssen wir nochmal hören, ey. Das ist ein neuer Meme, Alter. Ey, soll ich hier sterben ohne Luft oder was? Denk daran, dass es ein Spiel ist und ich krieg keine Luft. Okay, alles gut. Bruder, so richtig marokkanische Kämpferin, Alter. Der erste fertig, wer Stress will, ey, man meldet euch. Ja, Mann, das wird machen, auf jeden Fall. Sorry, Alter, aber ich krieg keine Luft, was soll ich machen? Der hat mich 1 Million auf dich gesetzt. Ja, zweite Runde, wie soll ich das jetzt bewerten? Eigentlich für Sonja, weil indirekt hat der jetzt auch Huda aufgegeben, ne? Wegen Luftmangel. Ja, was ist mit dir? 1 Million hätte ich auf dich gesetzt. Was habe ich gesagt? Ich bin Trainer, Alter. Was denkst du, Bruder? Der steht gegen mich, ich habe nichts gegen ihn, aber was? Keine Ahnung. Nein, er hat gesagt, du hast die Runde gewonnen. Also Leute, ihr habt es gesehen, die Runden waren ein bisschen... Lass mal, okay, warte. Leute, wir machen so...
Wir machen jetzt noch 2 Runden, aber jede Runde wird kurz sein. Auf jeden Fall nicht, Leute. 1 Minute. Okay. Nein. Wir haben 3 Runden, 2 gesagt. Wir machen jetzt noch 2 Runden, 1 Minute. Nein, warum? Damit die gewinnt, was soll ich sagen? Egal. Wäre ich das Ruder gewesen, ich hoffe, meine Mutter, die hätten es anders gemacht. Also deswegen, ich bin nicht dumm, ich mache nur eine Runde nein, mit. Nein, Walla, doch, ich hab gewonnen. Ja, doch, ich konnte immer noch draufgehen. No, man. Ey, motherfucker. Diese Kameraführung, geil, Alter. Voll Stress. So, werde ich genauso weiter. Break. Sonja hat miese kassiert. Ich stopp. Und weiter geht's. Ja. Ruf. Okay, Sonja hat einen die Seite gegeben bei Huda. Ja. 30 Sekunden noch. Also, du ruf. Oh. Rechte gerade von Huda war gut. Oh, noch eine. Oh. Nicht viel bei der Haare. Nicht festhalten. Mach mal richtig. Und weiter geht's. Mach hier richtig. Stopp, dein Ding. Pass. Auf geht's weiter. 10 Sekunden. Sonja, wir sind schuppig. Ja. Jawohl. Ja, Huda weicht echt gut aus. Gib. Ich war mit der Rückhand. Ja, das ist okay. Sehr schön. Sofort. Kümmere dich um Sonja. Durchatmen. Wasser. Eine Minute hat noch Zeit. Nein. Eine Minute. Leute, kaputt. Schlimmer als wenn ich joggen gehe. Ich kann nicht. Mutter. Mein Herz geht auf 81. Ja, da hat er bei dieser kleinen Rangelei, wo die einfach wild um sich geschlagen haben, da hat er Huda getroffen, ne? Kurze Auseinandersetzung zwischen den beiden, nichts Schlimmes. Okay, ich weiß jetzt nicht schon, was da ging, aber okay. Box zu machen, so trainieren. Diese Kampf. Ich muss generell mit alles aufhören. Generell. Leute, nicht mal Zigaretten dürfen wir eigentlich rauchen. Weil guck mal, mein Gesundheit. Ich krieg keine Luft. No man. Jo Leute, das war's mit dem Kampf zwischen Huda und Sonja. Wie hat es dir gefallen? Es hat Spaß gemacht. 1 bis 10, 20. Was sagst du? Das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Aber ihr wisst doch, man, diese nicht so Spaß, aber Spaß. Viele von euch fragen jetzt vielleicht, wo ist die letzte Runde, weil Huda gesagt hat, wir teilen das auf 2 Runden, 1 Minute. Wo ist die letzte Runde? Leute, ich bin euch ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich mich geboxt habe. Also ich bin ja auch nicht der Schlägerei-Person immer in der Straße. Leute, meine Lunge ist ich rauche ja viel, ich trinke auch viel, ich habe meine Lunge ich habe keine Luft bekommen und ja, und ich mein Leben. Okay, also kurz gefasst, hört auf zu rauchen. Sonja? So, ja, man kriegt wirklich keine Luft, wenn man Raucher ist oder schon so trinkt, viel trinkt. Wisst ihr, was ich meine? Normal kriegt man keine Luft für sogar 2 Minuten. Das hat sich wie 5 Minuten angefühlt. Deswegen so. Okay, ich glaube jetzt zum Schluss, reden wir noch so ein bisschen. Ich bin glücklich, weil beide ohne irgendeine Verletzung fit. Ja. Ey!
Okay, lange Rede, gar keinen Sinn, Leute. Wie gesagt, an alle Mädels da draußen, wenn ihr Bock auf sowas habt, Boxen. Könnt ihr euch jederzeit melden. Bewerbt euch auf Instagram. Ja, warum nicht? Frankfurter Mädels, ne, gegen Sonja und Huda so ein bisschen boxen. Immer cool, warum nicht, für die Unterhaltung. Wie gesagt, wir... Gesundheit ein bisschen aufpassen. Sie hat jetzt vor, auf jeden Fall hier zu trainieren. Ja, so auf jeden Fall. Also, ihr beide... Ja, Training ist immer gut, ne? Beide habt euch, wie gesagt... Alles, wir lieben uns. Normal. Wie gesagt... Okay, Friedekuchen, Eierkuchen, alles gut. War auf jeden Fall... Ja, ich sag mal so, der Kampf... ich hab's... Ja, ich sag mal so, ich habe Schlimmeres erwartet, ne? Haben sich eigentlich schon recht gut angestellt. Vor allem Huda hat mir wirklich sehr gut gefallen mit ihrer Deckung. Hatte ein paar gute Schwinger. Sonja hatte die bessere Ausdauer. Müsste sich nur mehr trauen, ne? Bisschen mehr zuschlagen. Aber ja, ich denke mal, es war das erste Mal von den beiden. Haben sich ganz gut angetan. In dem Sinne, was lernen wir aus diesem Video? Fangt nicht an zu rauchen. Wenn ihr raucht, hört auf damit. Macht mehr Sport, Selbstverteidigung, immer alles sehr, sehr gut, sehr wichtig. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde. Thank you.